Einen wunderschönen guten Abend. Nicht so ganz, warum ich da kann, weil gleich gibt's Abendessen. Und deswegen möchte ich noch ganz schnell eine Runde Enlisted machen. Wir sind jetzt die Sowjetunion. Ich habe aufgehört mit den Amerikanern. Ich habe keinen Bock mehr, Leute. Guckt, so weit bin ich gekommen. Bis zum Kürzester, da habe ich es geschafft. Aber danach habe ich keinen Bock mehr gehabt, Leute. Selber zu anstrengen. Ich hätte gerne den Sherman noch gekriegt, sage ich ehrlich, das ist ein schönes Ding. Aber jetzt squinten wir diese Wette nun. Ganz einfache Sache ab. Jetzt squinten wir diese Wette nun. Und ich finde, bisher macht es mir wirklich sehr viel Bock mit dieser Wette nun, sage ich ehrlich. Die Wette nun macht wirklich Laune, sage ich ehrlich. Macht wirklich Spaß. Ja, momentan squinten wir den T50. Aus irgendeinem Grund gibt es einen Erfahrungsmultiplikator von unglaublich viel. Also ich hatte 2000 Erfahrungen. Hier so 2000 hier Forschungspunkte, das meine ich. 200 Forschungspunkte, 2000 Forschungspunkte und ich habe 6000 gekriegt nach diesem Multiplikator. Der ist jetzt nicht mal, woher der kommt. Ja, auf jeden Fall wollen wir eine schöne Runde machen. Dann spielen wir mit dem T70. Deswegen ist der T50 überhaupt so krass. Ich sehe jetzt hier nicht viel. Der T50 ist ein komisches Ding auf jeden Fall. Unser großes Ziel, der T34. Aber wir grinden das sowieso so lange wie geht. Weil Sowjetunion macht mir deutlich viel mehr Spaß als hier die USA. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Weil, ich weiß nicht, die Maps sind auch nicht so geil, finde ich. Irgendwie, es ist einfach alles. Macht mir nicht so viel Spaß mit den Westalliierten. Und irgendwann grinden wir auch Deutschland. Naja, grinden kann ich es nicht nennen. Ich mach nach jeder Runde Viertelstunde Pause, weil ich keine zwei Runden am Stück spielen kann. Okay, wir sind hier unterwegs in Stalingrad. Interessant, dass ich auch nochmal Stalingrad hier kriege. Okay, ich sag echt, wir spawnen. Boah, Digga. Nee. Wir spawnen als Pioniere rein und werden einen Punkt bauen. Wo man spawnen kann. Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Boah, ich muss aufpassen. Ich bin hier. Boah, Junge, was ist hier? Irgendwas ist hier, was mich abfuckt. Ist meine Brille jetzt dreckig irgendwie? Fuck. Ja, ist gut. Echt dreckiger als vorher. Boah, Leute, müsst aufpassen. Das sind Leute in dem Häuschen. Okay. Oh, ein Genosse ist gestorben schon. Okay, das ist scheiße. Wir bauen den Punkt gerade. Alles da. Jetzt als nächstes. So. Alles klar, vielleicht kriege ich noch ein paar Punkte, wenn ich hier so ein Ding mache. Genossen, bleibt ruhig. Alles klar, wir. Oh. Oh, er lebt noch. Das ist Panzer. Panzer. Panzer, Panzer, Panzer. Los, los. Marsch, Marsch, Kameraden. Keine Zeit verschwenden. Bleib mal hier. Lebt nur noch einer. Alle schon tot. Sammelpunkt. Jetzt kriege ich nämlich diese wunderschönen Passivpunkte für den Sammelpunkt. Der ist tot, gut. Den verfickten Sprengsatz platzieren. Genossen, kommt rein! Alles frei! Helft mir! Auch Hilfe! Reinkommen! Ich sehe dann auf der Map sehe ich nur einen einzigen, der hier drin ist. Kommt rein! Ist alles frei! Auch Hilfe! Ich bringe, dass das passiert. Boah, was ist das denn gewesen? Jo, okay. Aber ich spreche, das habe ich platziert, das ist gut. Jetzt dürfte ich nur nicht wieder entzünden oder so. Keine Ahnung, wie das heißt.
Oh, okay, der ist schon tot. Noch eine Sekunde. Der Kamerad hat sich geopfert. Panzer. Das war scheiße, ich gehe da bei 100% drauf. Boah, fuck. Gut. Okay, los, los, los. Boah, Hilfe, Junge. Oh, ein verfickter Dachcamper. Egal, ich habe noch welche gekillt. Na, zu wenig Punkte steht er bisher irgendwie. Ich habe das Gefühl, die haben die Punkte runtergemacht. Wie schnell man Punkte kriegt. Ich krieg Ultra hat nur noch Punkte. Ja, okay, ich habe auch erst 6 Kills bisher. Kann auch ein Grund sein. Es ist aber auch. Boah, nee, Digga. Ich hasse das, wenn die so rumlaufen. Ja, dann muss ich da rein. Okay, wir haben den Typen. Fick doch deine Mutter, du Hurensohn. So, er ist down. Aber nicht tot. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Boah, komm. Marsch, marsch. Du dummes Schwein, ich sag's dir, du bist so ein Hurensohn. Ich würde ganz kurz mal hier pieken. Kurz ein bisschen vorrücken. Ich bin ja na, ganz gefährlich. Ich höre. Boah. Was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Fick dich. Oh. Oh, Digga. Ich hab einen noch geholt von dem. Ich habe den Wiedereinstiegspunkt von denen auf jeden Fall gefunden. Aber so weit komme ich da nicht, weil die alle ihre Truppen da hinten vercampen. Hier, na. Ich sehe nix. Ich will hier nicht, das ist so offen hier alles. Egal wo ich rausgehe, es ist extrem offen. Ich verrecke, wenn ich da. Boah, genau das meine ich, Leute. Es ist einfach wild. Ah. Boah, ey, ich gehe da raus. Ich verspreche mir von da mehr Erfolg. Gut, wir sagen es mal so. Ich sag's mal so, ich lebe noch. Ah, guten Tag, Damen. Oh! Fuck! Ich dachte, das Gebäude wäre gesäubert. Ich dachte, das Gebäude wäre gesichert. Schöner Assist hast du gekriegt.
Hättest du einfach mal geschossen, ne? Boah, was bist du für ein Wichser? Okay. Ich hab keine Granate. Scheiß. Ja, dann muss ich mich jetzt da wohl durchkämpfen. Oh, du Hurensohn! Boah! Ey, ich hasse dich, Digga, wie du da immer rauspiekst. Lässt sich nichts machen, aber der Wiedereinstiegspunkt von denen ist weg. Was machst du hier? Schade, ist schon gestorben. Die Granate hätte ihn gut mitgenommen. Diese verfickten Tretminen, ich hasse die Teile. Diese verfickten Tretminen immer. Mann! Gut, das ist ja übrigens der Panzer, für den ich gerade grinde. Ja, komm, geh einfach dahin, Leute. Geh einfach dahin. Da könnt ihr einen Kill machen. Versucht Hauptsache einfach nicht zu sterben, wenn ihr hier reingeht. Oh, 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 oh. Gut. Ja. Einer lebt noch. Also nein, zwei lebt noch. Einer ist gestorben. Ich weiß nicht, wo sind denn Spawnpunkte? Oh. Hier ist einer drin. Hier ist ein Nazi drin im Gebäude. Ah, du Hurensohn. Boah, ja, Mann. Was glaubst du, wer du bist, dass du ja einfach so durchläufst? Vor einem neuen Sammelpunkt. Hier sieht's bestimmt, hier ist bestimmt ganz schwer. Boah, nein! Hilfe! Mann, du Wichser, ich wollte meinen Sammelpunkt bauen. Boah, ey. Jetzt habe ich so eine italienische Waffe hier oder so. Was ist das für ein Zielfernrohr? Was ist das hier für ein Scope, Digga? Das ist ja wirklich eine richtige No-Scope-Waffe. Was war das denn? Was ist denn da jetzt auf den Panzer geknallt? Ja, komm einfach mit, du bist doch jetzt eh gleich tot. Ey, was ist das für eine Waffe, Digga? Ich glaube, dieser Scope verwirrt mich maximal. Diese verfickten Tretminen, und die erwischen auch immer nur mich. Gut, da ist gerade der Schluck hochgejagt. Fick doch deine Mutter, Digga. Ey, die werden auch nur gedownt. Was haben die Sowjets so für Scheißwaffen eigentlich? Merkt ihr es, Digga, die werden nur gedownt. Wo ist der andere? Ey, aber. Das
will mich auch provozieren, das Spiel, ich schwör's euch. Ich hab keine Munition mehr. Boah, die nächste Munitionsbox ist die, die ich gebaut habe, und die ist im anderen Gebäude noch. Gut. Oh, Munition, ich hab noch 4 Schuss. Oh! Was machst du hier? Oh, oh mein Gott. Ey, da kommt noch alles rein, Digga. Ey, Leute, ihr habt den Punkt verloren, ne? Boah, da drin würde es Weltkrieg sein, sag ich ehrlich. Wollen wir mal einen Panzer nehmen? Wir nehmen mal einen Panzer. Wo man meistens mit so einem T-70 nicht sehr weit kommt. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Oh. Oh, oh. Alles klar, mal sehen. Das ist ein P60. Da muss ich wohl ein bisschen vorfahren. Ich bin auch schon ziemlich weit hinten gerade. Oh. Oh. Scheiße. Meine Fresse. Ich sehe nicht einen Feind, aber eine Sache weiß ich. Wenn ich weiter die Hauptstraße entlang fahre, bin ich gleich tot. Ja, Panzer habe ich, wusste ich doch, da hat doch einer geschossen. Das ist auch kein kleiner Panzer. Das ist ein Stuck. Weg hier. Andere Idee. Können wir einmal aufmunitionieren, das ist sehr gut. Ich habe nicht einen einzigen Schuss verballert, aber neue Munition ist auch immer willkommen. So. Alles klar. Hier ist doch schön. Boah! Na, wo seid ihr denn? Ich hab schon HE geladen. Bringt trotzdem nichts. Sind auch hier drin sind welche. Boah, ey, ich weiß gar nicht, worauf ich achten muss, diese. Dinger von den Russen sehen so komisch aus. Sarotinu. Ja, gut. Oh. Oh. Ich lad mal ganz kurz wieder AP. Da kann ich von hinten? Nee, gar nicht. Da bin ich außer der Map. Oh! Ich habe einen Panzersoldat getötet. Das ist schön. Der T-70. Nicht schlechtes Ding. Er fährt weiter, als wäre nichts geschehen. Alles klar, ist ja auch nur ein Panzersoldat. Ich glaube so ein Panzer 3-4. Mindestens 3. Wenn er noch 3 hat, dann sollte er noch ganz gut über die Runden kommen. So ein Panzer 3 kann auch gut ohne Kommandant auskommen. Übernimmt jetzt keine wichtige Rolle.
Ich mach Schaden. Ich weiß noch nicht, was genau das für Module sind. Ah, schön. Oh nein. Okay, ich weiß nicht, was mich geholt hat, aber Panzerabwehrmine. Das ist interessant. Egal, also ja, wir haben aber noch den Panzer 3 gerade geholt. Wenn das jetzt ein Feindsoldat gewesen ist, der mich getötet hat, dann war er nur ein paar Sekunden zu spät, um seinen Teammates zu retten. Da ist er. Komm, geht auch. Drei, zwei, eins, jetzt. Gut, Arbeit. Alles klar. Okay, dieser Erfahrungsmultiplikator, internationale Erfahrungsmultiplikator ist aus irgendeinem Grund weg. Ey, Digga, das ist schon räudig, guck mal. Na, egal. Das ist, weil ich meine Zeit verschwendet habe mit dem scheiß T-70. Was hat der? Das ist der Taktiker. Ich kann noch nicht mal, dass sowas gibt. Sprengstoffmeister, Fernkampfmeister. Ich war gut, ja. Guck mal, Fünfter. Muss man auch erstmal werden. Ich war besser als der Dritte bei den Baumeister. Naja, 4559 Punkte haben wir mitgenommen. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Wir brauchen jetzt nur noch 22.000 für den T-50. Es ist halt noch nicht mal ein guter Panzer. Es ist einfach so ein Zwischenpanzer, den ich erforscht haben möchte, damit ich schnell zum T-34 komme. Davor muss ich noch den T-28 holen. Ja, ein extrem alter Panzer, wie man hier auch lesen kann, der Zwischenkriegszeit. Mit Zwischenkriegszeit sind meistens die Panzer gemeint, halt, ja okay, zwischen den beiden Kriegen, aber meistens 20er bis früher oder Mitte 30er. T28, ich weiß nicht jetzt genau, welches Baujahr da ist, aber sehr alt auf jeden Fall. Aber sehr fettes Ding. Mittlerer Panzer, das ist für mich nur ein schwerer Panzer, das Ding. Guckt euch das an. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der sich ähnlich steuern wird wie der M3 Grand. Aber kann man nichts machen. Ist halt, muss ich durch, ne? T50. Ich hoffe, der T50 ist gut. Der hat eine verfickte 4,5 cm Geschütz, genauso wie die alle Panzer davor. Sogar der T26 hat einen 4,5 Geschütz. Ich weiß noch nicht mal, in welchem Aspekt der T50 besser ist als dieser T26. Ich weiß es echt nicht. Da muss ich dann gucken. Ja, ich werde aber vorher, bevor ich die T28 dann davor stelle, das Marzen noch erforschen, ein Maschinengewehr. Weil auch aus dem Grund, weil bevor ich den T34 erforschen kann, muss ich mehr Sachen von der Stufe 2 erforschen, bis ich halt rüber kann. Das ist so eine Sache. Hier. Und der hier hat die Kampfeinstufung 3, der KV-1, weil ich habe den gerade vor der Runde hier in einem Match gesehen, den KV-1. Das kann ich mir nicht vorstellen, der ist Stufe 4 und der ist Kampfeinstufung 3. Ja, hier ist dann wieder KV-1-5 ist wieder Kampfeinstufung 4, aber der ist Kampfeinstufung 3. Sehr guter Panzer. Ich habe nur Augen für meinen T-34. Ich liebe das Ding. Ich habe nur Augen für den T-34. Auf jeden Fall, ich rede zu viel. Leute, wir sehen uns jedes Mal. Macht's gut, bitte. Und ciao.